Herzlich willkommen zum netzpolitischen Abend hier in der Seabase, zum 43. netzpolitischen Abend. Schön, dass so viele da sind. Mein Name ist Ingo. Hallo auch an die Leute im Stream. Schön, dass ihr uns zuschaut. Ja, schön, dass ihr da seid für die vorweihnachtliche Portion Netzpolitik, der letzte netzpolitische Abend im Jahr 2015. Aber es geht weiter im nächsten Jahr. Auch heute volles Programm. Heute im Programm Volker Tripp, politischer Referent der digitalen Gesellschaft, Programmierer Simon Tennant aus Südafrika, Linus Neumann vom CCC und Maria Reimer und Daniel Seitz von Jugendhackt. Der Hashtag für heute Abend ist logischerweise NPA043. Und es geht auch direkt los mit Volker Tripp. Er spricht heute zum... Er gibt uns einen kurzen Bericht zu den Verhandlungen beim Bundesverfassungsgericht zum Thema Musiksampling. Genau, da ist die DigiGuess nämlich geladen gewesen als sachverständige Dritte. Was genau das ist und worum es dabei geht, erzählt Volker euch am besten selber. Herzlich willkommen, Volker. Ja, schönen guten Abend zusammen. Wie Ingo schon sagte, ich werde euch ein bisschen was erzählen über die Verhandlungen in dem Fall, der so unter dem Namen Metall auf Metall bekannt geworden ist, nach einem der Stücke, um die es da geht. Da war am vergangenen Mittwoch beim Bundesverfassungsgericht eine Verhandlung, so in Gestalt einer Erörterung, wo auch eine ganze Menge Verbände geladen waren, wir eben auch. Und ja, das ist so eine, da geht es um so eine Grundsatzfrage, nämlich unter welchen Voraussetzungen darf man eigentlich Ausschnitte entnehmen aus anderen Musikaufnahmen. Da sehen wir auch gleich die Protagonisten, die in diesem Rechtsstreit, der sich jetzt auch schon eine ganze Weile hinzieht, eine Rolle spielen. Von links nach rechts ist einmal Moses Pelham, nicht nur bekannt als der Gründer von 3P Records, sondern auch der Betreiber von DigiProtect und quasi einer der Köpfe so der deutschen Abmahnindustrie. Besser? Ja, okay. In der Mitte Frau Zed Lur, das ist die Interpretin eines der Stücke, um das es geht. Und ganz rechts Herr Hütter von Kraftwerk. Das blaue Auge hat er davon, dass er am Tag vorher eine Taxitür davor bekommen hat, also vor der Verhandlung. Dieser Rechtsstreit, der läuft seit den 90er Jahren. Und zwar 1997 ging es los. Da haben die Produzenten von Sabrina Zed Lur, nämlich Moses Pelham und Martin Haas, ein Stück namens Nur mir produziert. Und in diesem Stück haben sie ein 2 Sekunden langes Sample aus dem Stück Metall auf Metall von Kraftwerk verwendet. Und 1999 haben Kraftwerk dann vor dem Landgericht Hamburg auf Unterlassung und Schadensersatz geklagt, wegen dieser Verwendung, denn das Ganze ist passiert ohne deren Zustimmung. Das lief dann über mehrere Instanzen, bis es 2008 zu einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs kam, die eben unter dem Namen Metall auf Metall 1 bekannt wurde. Dann ging das Ganze von da aus nochmal durch die Instanzen und 2012 so kam es dann zu einem zweiten Urteil, Metall auf Metall 2. So. Und gegen dieses Urteil, Metall auf Metall 2, richtete sich jetzt auch die Verfassungsbeschwerde. Also was hat der BGH da gesagt? Sampling, ja, aber. Zunächst mal hat der BGH klargestellt, dass es in diesem Fall, bei diesem Sampling eines Rhythmusausschnittes, eben nicht um das Urheberrecht geht, sondern um das Tonträgerherstellerrecht. Die Voraussetzung dafür, dass irgendein künstlerisches Schaffen unter den Schutz des Urheberrechts fällt, ist, dass eine gewisse Schöpfungshöhe erreicht wird. Man könnte sagen, eine gewisse Originalität. Und die sah halt der BGH bei einem bloßen Rhythmus als nicht gegeben an. Ja? Gleichwohl gibt es aber daneben das Recht des Tonträgerherstellers, also desjenigen, der die Aufnahme finanziert. Und dieses Recht besteht an der Aufnahme selbst. Also einfach nur die Tatsache, dass jemand Geld in die Hand nimmt, zum Beispiel ein Label, und dann so eine Aufnahme finanziert, führt dazu, dass dieses Recht an der Aufnahme entsteht. Sinn und Zweck, Ziel dieses Rechts ist nicht etwa irgendwie die Kreativität oder irgendwie sowas zu schützen, sondern
Das ist Investitionsschutz. Es geht darum, dass die Ausbeutbarkeit, die Kommerzialisierbarkeit sozusagen dieser Aufnahme geschützt wird. Man hat ursprünglich dieses Recht mal geschaffen zum Schutz vor Raubkopien. Also es ging vor allen Dingen darum, dass eben nicht ein Label hingeht, Geld in die Hand nimmt, eine Aufnahme finanziert und jemand anders dann hingeht, diese Aufnahme verkauft und damit Geld verdient. Ja? So, das war eigentlich ursprünglich mal Sinn und Zweck. Das Problem ist jetzt, dass dass dieses Tonträgerherstellerrecht weitaus granularer ist als das Urheberrecht selbst. Wie ich ja gerade eben schon sagte, das Urheberrecht selbst verlangt eine gewisse Schöpfungshöhe, eine gewisse Originalität. Das heißt auch, eine einzelne Note zum Beispiel oder einen einzelnen Akkord oder sowas, den kann man nicht urheberrechtlich schützen. Da fehlt es einfach an der kreativen Eigenleistung, an der Schöpfungshöhe. Wenn ich aber jetzt hingehe und die einzelne Note aufnehme oder auch einfach nur irgendwas sage oder einfach ein Geräusch oder so aufnehme, dann entsteht an dieser Aufnahme das Tonträgerherstellerrecht. Und das ist ein Ausschließlichkeitsrecht. Das heißt, derjenige, der das Recht innehat, kann anderen verbieten, diese Aufnahme zu benutzen. Ja? Das heißt, beim Urheberrecht gibt es sowas wie eine Untergrenze, also eine Kreativitätsuntergrenze, und unterhalb derer greift dieser Schutz des Urheberrechts nicht mehr. Das ist beim Tonträgerherstellerrecht anders. Selbst Millisekunden Ausschnitte aus einer Aufnahme unterfallen diesem Schutzrecht des Tonträgerherstellers. So, dann gibt es im urheberrechtlichen Bereich eine Ausnahme, die nennt sich freie Benutzung. Ja, da reden wir jetzt über den Bereich, in dem der Schutz des Urheberrechts an sich greift. Und da sagt der Paragraph 24 Urheberrechtsgesetz, wenn du einen Teil aus einem urheberrechtlich geschützten Werk entnimmst, du baust das in dein eigenes Werk ein und das hält dann einen ausreichend großen Abstand zu dem ursprünglichen Werk ein, dann kannst du das machen. Ja, die Idee bei dem 24 ist, dass kulturelle Fortentwicklung möglich bleiben soll. Dass das Urheberrecht jetzt nicht dazu dienen kann, dass ich andere Leute komplett davon ausschließe, irgendwie zu arbeiten mit dem, was ich da mal gemacht habe. Ja? Sondern es soll eben möglich bleiben, dass dieses standing on the shoulders of giants, ja? Also dass man das nehmen kann, was andere gemacht haben, damit arbeitet und was Neues daraus entwickelt. So, und der BGH ist jetzt hingegangen und hat gesagt, diese Ausnahme, ist es überhaupt eine Ausnahme, aber also diese Besonderheit, dieser Paragraph 24, der gilt auch für dieses Tonträgerherstellerrecht. Aber wie wendet man den jetzt darauf an? Eigentlich ist er dafür nicht gemacht. Und da hat der BGH gesagt, gut, also der 24 soll kulturelle Fortentwicklung ermöglichen. Was ist dann jetzt das Kriterium, was wir anlegen, um zu wissen, wann sozusagen das Tonträgerherstellerrecht eingeschränkt werden muss. Und da hat sich was ganz Tolles einfallen lassen, nämlich das Kriterium der Nachspielbarkeit. So, und das, was ich da unten hingeschrieben habe, das ist tatsächlich aus dem BGH-Urteil. Da bin ich mich gefragt, kann ein durchschnittlich befähigter und ausgestatteter Musikproduzent den betroffenen Ausschnitt in gleichwertiger Weise nachspielen? Das wirft natürlich eine Menge Fragen auf, was ist gleichwertig? Ja, gerade bei Samples, wo es eigentlich darum geht, dass man eine Referenz auf eine bestimmte Originalaufnahme setzt. Ja, inwiefern ist das Nachspielen dann überhaupt gleichwertig? Weiß der BGH, weiß ich nicht. Jedenfalls, und es geht um einen abstrakten Maßstab, also ein durchschnittlich befähigter und ausgestatteter Musikproduzent, ich weiß auch nicht, wo man den findet, aber ist halt das, was der BGH sich da vorstellt. Das führt natürlich zu einer ganzen Menge Probleme. Also zum Beispiel Leute, die zwar einen Laptop haben, vielleicht damit was produzieren, aber eben nicht die Möglichkeiten haben eines durchschnittlich ausgestatteten Musikproduzenten. Da wäre es dann vielleicht so, dass der Musikproduzent es nachspielen könnte, aber derjenige mit seinem Laptop eben nicht. Und das würde dann heißen, nö, er darf den Sample nicht benutzen, ohne Zustimmung des Inhaber dieses Tonträgerherstellerrechts. Also mit anderen Worten, diese Rechtsprechung führt gerade so bei Hobbymusikern, bei Laien und so dazu, dass sie einfach die Möglichkeit, die legale Möglichkeit, Samples zu benutzen, als kulturelles Ausdrucksmittel verlieren. So, gegen dieses Urteil des BGH, bei dem dann Herr Pelham als Produzent von Frau Zettlur verloren hat, hat er sich jetzt mit der Verfassungsbeschwerde gewehrt.
Bei der Verfassungsbeschwerde ist es jetzt nicht mehr so, dass es ein sogenanntes kontradiktorisches Verfahren ist. Also da streiten nicht zwei Parteien miteinander, sondern da geht halt nur Herr Pelham hin und sagt, ich fühle mich jetzt durch dieses Urteil vom BGH in meiner Kunstfreiheit verletzt. Und das, liebes Bundesverfassungsgericht, mögest du doch bitte feststellen. Ups, und zu schnell. So. Also das Bundesverfassungsgericht hat jetzt über diese Verfassungsbeschwerde von Herrn Pelham und Herr Haas ist auch einer von den Produzenten, unter anderem eben wegen Verletzung der Kunstfreiheit verhandelt. Das war am vergangenen Mittwoch. Bei dieser Verhandlung geladen waren neben dem Beschwerdeführer und auch dem Kläger des Ausgangsverfahrens, also Herr Ralf Hütter von Kraftwerk, auch unter anderem Vertreter der Bundesregierung und verschiedene Verbände. Wir, die digitale Gesellschaft eben auch, aber auch der Bundesverband Musikindustrie und Gruhe und alle möglichen anderen. So, es gab drei Kernfragen, die in dieser Verhandlung besprochen werden sollten. Und zwar, inwieweit schränkt diese BGH-Rechtsprechung, die ich eben geschildert habe, die künstlerische Freiheit ein? Welche Bedeutung haben Sampling-Lizenzen als Einnahmequelle für die Tonträgerhersteller? Und, das ist dann noch eine sehr spezielle, sehr juristische Frage, werde ich am Ende nochmal darauf zurückkommen, wie wirkt sich die europäische Urheberrechtslinie, die sogenannte Infosoc-Richtlinie, auf diesen ganzen Rechtsstreit eigentlich aus? Ja, es gab dann verschiedene Stellungnahmen, und zwar im Vorfeld, schon im Juli, gab es schriftliche Stellungnahmen, da haben wir auch eine eingereicht, die haben wir auch veröffentlicht, findet ihr auch bei uns auf dem Blog. Und in der Verhandlung dann eben mündliche Stellungnahmen. Und es war relativ erwartbar, die Branchenverbände, also Bundesverband Musikindustrie zum Beispiel, haben sich gegen den zustimmungsfreien Einsatz von Samples ausgesprochen. Das ging eigentlich so durch die Bank. Wir haben dann eine etwas andere, etwas liberalere Linie vielleicht verfolgt. Wir haben uns insbesondere für eine Bagatellgrenze ausgesprochen. Wir haben also gesagt, es kann nicht sein, dass dieses Tonträgerherstellerrecht so rigide eigentlich die Benutzung von Samples verbietet. Es müsste eigentlich sowas geben wie nach US-amerikanischem Vorbild die Fair-Use-Schranke. Also falls es so ist, dass die Benutzung nicht kommerziell ist, falls es so ist, dass dem Tonträgerhersteller eigentlich durch die Verwendung eines Samples keine wirtschaftlichen Nachteile drohen, es geht ja um Investitionsschutz, ja, müsste es eigentlich möglich sein, das zu verwenden und haben uns dann eben entsprechend für eine Fair-Use-Schranke und für ein Recht auf Remix ausgesprochen. Für eine Überraschung hat die Bundesregierung gesorgt. Da haben eigentlich alle Beteiligten ganz gut gestaunt, denn der Vertreter der Bundesregierung hat sehr deutlich gesagt, er sei der Meinung oder die Bundesregierung sei der Auffassung, dass das Recht des Tonträgerherstellers die kulturelle Fortentwicklung jedenfalls dann nicht behindern dürfe, wenn dem Tonträgerhersteller kein wirtschaftlicher Schaden droht. Ja, wenn es also so ist, dass tatsächlich durch die Verwendung kein Minus in der Kasse ist, warum sollte er sich dann da draufsetzen können und sagen können, ihr dürft es alle nicht benutzen? Irgendwie ganz nachvollziehbar, finde ich. Ne? Die Verhandlung selber verlief dann eben erstmal so, die ist ohne ein Urteil erstmal ausgegangen. Wann das Urteil kommen wird, weiß man noch nicht so genau. Es war, wie gesagt, erstmal eine Erörterung. Aber ich sagte ja gerade, es gab noch diesen europarechtlichen Aspekt. Und das kam so ganz zum Schluss eigentlich raus, als es wirklich sehr juristisch wurde in der Erörterung. Der BGH hat sich in seiner Rechtsprechung überhaupt nicht mit der Bedeutung der EU-Urheberrechtsrichtlinie befasst. Warum ist das ein Problem? Der BGH hat diesen, jetzt muss ich einen kurzen Moment etwas juristischer werden, der BGH hat diesen Paragraphen 24 Urheberrechtsgesetz, also die sogenannte freie Benutzung, als der Sache nach als Ausnahme oder als Beschränkung des Urheberrechts angesehen. Jetzt ist es so, dass die Beschränkungen, die es für das Urheberrecht geben darf, Vorgaben gibt in dieser Infosoc-Richtlinie. Und zwar einen abschließenden Katalog von Vorgaben zu den Ausnahmen. Ja? Da steht aber sowas wie die freie Benutzung nicht drin. Also, das heißt, wenn die freie Benutzung, wie der BGH das sagt, eine Ausnahme ist vom Urheberrecht, dann verstößt dieser Paragraph gegen die Vorgaben der Infosoc-Richtlinie. Und damit ist er eigentlich unwirksam. Das heißt aber auch, dass der BGH sich zumindest mal hätte fragen müssen, ob das denn so ist. Und das hat er nicht getan. Das hätte er eigentlich machen müssen und hätte dann, weil er ein letztinstanzlich entscheidendes Gericht ist, diese Frage dem EuGH vorlegen müssen.
ja, damit der darüber entscheiden kann, weil der nämlich ein Monopol über diese Auslegung hat. So, und wie gesagt, jetzt ist letztlich streitig, was genau ist die Rechtsnatur dieser freien Benutzung? Ist sie eine Ausnahme im materiellen Sinn oder ist sie eine Inhaltsbestimmung des Urheberrechts? Also sagt sie einfach, wie weit geht das Urheberrecht an sich und wo ist die äußere Grenze? Und davon hängt jetzt ab, wie das beurteilt wird, ob der BGH verpflichtet ist, die Sache dem EuGH vorzulegen oder nicht. Ja, und so wird entsprechend auch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ausgehen. Es kann also sein, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, hier lieber BGH, wir geben dir die Sache jetzt zurück und du legst sie bitte beim EuGH vor und dann entscheidet der darüber, wie das Ganze jetzt ausgeht. Das heißt, es kann also sein, dass das Bundesverfassungsgericht überhaupt nichts in der Sache dazu sagt. Es kann aber auch sein, dass sie so eine Zurückverweisung machen und ein obiter dictum machen, also dass sie sagen, okay, das ist jetzt gerade nicht entscheidend, aber wo wir gerade dabei sind, wir sagen jetzt mal ein paar Sachen dazu, wie wir das alles so sehen. Das kann eben auch passieren. Das heißt, also das Ganze ist überhaupt noch nicht am Ende. Der Rechtsstreit läuft zwar schon fast mehrere Jahrzehnte, aber die ganze Geschichte wird noch weitergehen. Wir müssen am Ball bleiben und hoffentlich, vielleicht ist es ja sogar so, dass mit der Reform des EU-Urheberrechts, mein Gott, schweres Wort, das Ganze sich einfach überholt. Ja? Und im Grunde wir eine andere Rechtslage haben, bevor es hier endgültig zu einer Entscheidung gekommen ist. Vielen Dank.